So, und da bin ich wieder. Ja, wir gehen dann hier mal weiter rein. Kleine Anmerkung, ich mache heute auch nicht allzu lange. Ich bin ein bisschen müde und ich habe gerade im Spiegel gesehen, so im Bad. Mein Auge wird hier ein bisschen rot. Irgendwie klein, so eine Netzhautentzündung, glaube ich, wird das jetzt wahrscheinlich. Weil ich zu... Nein! Überlebt. Aber es hat auch geruckelt. Mist. Also ich muss, glaube ich, mal Pause vom Bildschirm machen auch. Allgemein. Ich glaube, da muss ich mich jetzt durchquetschen. Und das sieht so aus, als wird jetzt ein Jumpscare kommen. Also ich werde heute definitiv nicht mehr allzu lange machen, wenn meine Augen hier schon anfangen ein bisschen weh zu tun und da auch ein bisschen rot wird. Was muss ich drücken? Also ich beeile mich mal, damit ich immer wegkomme. Weg zur verborgenen Stadt. Also da. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Jonah, falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg, bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Dafür habe ich nicht genug Platz. So, was gibt's hier? Spinnenprüfung, hat sie gesagt. Jetzt kommt's, da kommt gleich ein Becken voller Taranteln und so. Jadeerz. Kann ich auch verkaufen. Nochmal Jade. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Können wir das irgendwo sehen? Nichts. Schade, kein Loot. Gut, hier müssten wir das sehen. 4209 Goldstücke haben wir wieder. Okay. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich glaube, ich muss da lang. Ja. Hm.
Okay, noch keine Falle. Prüfung des Adlers. Hä? War das nicht gerade noch Spinnenprüfung? Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Neues Lager. Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Antworten. Ich erwarte, Antworten zu finden. Okay, Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Das haben wir freigeschaltet worden. So, Nest der Viper erhöht die Menge an menschengemachten Herstellungsressourcen. Nadel der Echse. Komm, ich würde das machen. Ich will ja irgendwie alles freischalten, also an Outfits und so weiter. Komm, wir können auch mal gleich ein Outfit wechseln für Lara. Wenn wir schon hier sind. Wir haben immer noch einen Punkt. Ob wir irgendwo investieren können. Bedrohung des Fuchses. Das Ziel auf dem Kopf. Ja, komm, machen wir das. So, Pistolen-Munitionsbeutel erhalten. Was ziehen wir hier an? Das könnte auch eigentlich nicht schlecht sein, oder? Für so einen Trip. Das ist aus Definitive Edition. Das hatten wir ja gerade die ganze Zeit. Befrierer, sibirischer Waldläufer. Der Schattenläufer. Hier ist das aber ein grüner Oberteil. In Rise of the Tomb Raider war der eigentlich schwarz. Tunika des Fuchsbands. Jägersortiment. Drachenschuppen. Reptilienleder. Taktische Abenteurer klassisch. Mitternachtswächter. Craft Fitness. Komm, wir sind mal so unterwegs. Könnte lustig sein, oder? Wegen der guten alten Zeiten. Bin gespannt, wie die Cutscenes gleich aussehen. Sie steht noch, nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben. Echt jetzt hier aber auch bei der... Bei der alten Version von Lara, die Oberweite ist aber auch enorm. Kann ich da drauf springen? Ja, das geht. Hier entlang gehe ich mal von aus.
Oder? Hier. Wäre eine Leiter, wenn es richtig herum wäre. Was ist das hier? Also, da kommen wir nicht hoch. Dann das hier vermutlich. So, der Kantenmaler. Ja, so geht auch. So geht's auch. Muss ich nach oben? Nee, nach unten. Okay, auch nicht. Jetzt funzt das? Okay. Okay, das ist aber auch irgendwie der Teil. Das ist aber auch irgendwie der Teil, wo ich irgendwie öfters mal drauf gehe. Sieht vielversprechend aus. Beeindruckend. Ah, hier muss ich hoch. Okay. Ich muss höher rauf. Hier. Okay, wir sind wieder hier, aber wo muss ich hin? Ich muss ja nach ganz oben. Ah! Okay, abwarten. Die geht noch nicht. Okay, nächste Leiter drehen, genau wie die erste. Ja, wo ist das zum Drehen? Yeah.
Okay, das haben wir überstanden. Lara, Beeilung, Beeilung. Das war knapp. Ja. Da stimme ich dir zu. Ist das hier richtig? Okay. Verdammt, der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Dafür ist wahrscheinlich das da, oder? Ja, das hält. Da. So. Jetzt dreht sich die Latte. Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Und was für ein Weg? Vielleicht kann ich die Maschine erklettern. Jetzt ist erstmal die Frage, wo muss ich genau hin? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Und weiter. Ich hoffe, ich schaffe es. Ja. Okay, kurz abwarten. Ich hätte vielleicht direkt danach sofort wieder springen sollen. Da muss ich gleich hin. Von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Vorsichtig,
Jetzt? Ich muss aber auch alle kaputt machen. Oder Lara, was will das Spiel dir damit sagen? Jonah, ich habe die Adlerprüfung erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. Goldene Zeiten. Ein in zwei unterschiedlichen Stilen gearbeitetes Wandbild. Das scheint inkaisch zu sein, aber es sieht neuer aus als der Stein darunter. Wurde das später gebaut? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wie bin ich da jetzt runtergefallen, hä? Entlang? Aber ich sehe nichts. Ja, okay. Oder auch so. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Jonah? Der Blick von hier oben ist unglaublich. Die verborgene Stadt muss hier irgendwo sein. Lara, ich hab's geschafft. Ich betrete eine Höhle. Jonah? Verdammt! Einen Punkt haben wir wieder. Hierfür Sicht der Eule, Überlebensinstinkte halten länger und da bräuchten wir zwei Fähigkeitspunkte und dafür auch Schuss des Boomers. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Aber ich finde es super, dass wir jetzt so unterwegs sind, also mit dieser Lara. Bald jetzt erstmal bei. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Das war ein bisschen abenteuerlustig. Okay. Ich muss vorsichtiger sein. Oh, fast wäre direkt los. Ich muss weg. Alles geht.
Das war knapp. Haben wir gut überstanden. Achtet mal auf die Steine hier vorne. Auf diese hier. Wenn ich jetzt ein bisschen weggehe. Und jetzt wieder näher komme. Okay, was? Schwalbensprung? Drücken Sie A, um zu springen, und dann B, um einzutauchen. Das sind aber keine Piranhas. Gut. Alles klar. Erz. Diese Erz. Ey, ich finde das immer noch lustig. Wir sind mit der Retro Lara. Jonah, ich glaube, ich habe sie gefunden. Die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Mit der Retro Lara sind wir gerade einfach mal in so ein realistisch aussehendes Setting unterwegs. Was können wir damit machen? Dafür. Hallo? Das wollte ich. Okay, dafür sind wir noch zu schwach. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ach, auch wieder Autos. Ausrüstung empfehlen. Boah, jetzt verschlucke ich nur Wörter. Wer ist da? Hallo? Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh, aber... Mabutul! Thank you.
Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern dein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Hi, Oldcoin. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Mir geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Das ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Ah, okay, wir sind schon umgezogen. Falli gleich, ja? Gib mir einen Moment, ich hab's gesehen. So. Unuratu. Ein Fähigkeitspunkt wieder verfügbar. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unuratu. Edsley,
Du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter. Da war etwas. Heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Ich bin sofort wieder bei euch im Chat, ja? Hey. Hi. Wo kann ich einfach so stehen bleiben? Ja. Wie du siehst, bleiben Geheimnisse in Paititi nicht lange geheim. Solltest du von unserem Plan abweichen, erfährst du davon. Ist schon klar. Sie ist hier, um etwas für mich zu suchen. Mach dir darüber keine Sorgen. War Vater in meinem Alter ein Speer? Er war ein Jäger. War er grausam? Wenn es sein musste. Aber er war auch sehr gütig. Ich wünschte, die würde ein bisschen schneller gehen. Was mit ihm? Du erweist uns ewig um, wenn du willst. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, die Schatulle von X-Chel zu suchen. Ah, okay. Also ich kann so spazieren. Während ihr Sohn hier... Wenigstens ist er noch in der Lage, seinen Kopf zu bewegen. Ah, jetzt bewegt. Okay. Warum? Wie was, können warum? Wachen bei einem Sturm helfen? So, Oldcoin und Falli, wie geht's euch so? Einen Moment. Ich starte auch jetzt mal wieder die Aufnahme. So, und... Wer bist du? Missionsgeber entdeckt. Er hier? Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Ja, Falli Oldcoin, ihr hattet, zumindest Falli, du hattest das gestern ja mitbekommen, dass ich Internetprobleme hatte, gestern. Da war ja auch irgendwie ganz lustig so, dass sogar, hatte ich heute schon Anfang des Streams einmal kurz erwähnt, dass sogar die Vodafone-Filiale hier bei mir in der Stadt kein Internet hatte. Und ich hatte gedacht gehabt, so erstmal, dass das irgendwie daran lag, dass ich vielleicht eine Rechnung vergessen hätte zu bezahlen oder sowas. Dass die das dann irgendwie zudrehen oder sowas. Aber dass selbst die Filiale kein Internet hatte, das war mir noch nie. Also habe ich bisher noch nie mitbekommen gehabt. So, wenn der Paschi noch im Chat ist oder so, der müsste das eigentlich, glaube ich, sogar bestätigen können. Der kommt ja aus derselben Stadt wie ich, deswegen. Gehe ich mal von aus, dass er das vielleicht kann. Das ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird, selbst außerhalb Paititis. Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. So. Da war ich aber gestern auch froh, dass mit dem Dingens wieder geklappt hatte, gestern Abend noch mit dem Internet. Doof, das Hehl dann genau in dem Moment, wo ich dann aber hier wieder zurück im Stream war, dass sie dann Ende gemacht hat. Ich kam hier genau passend zum Raid. Dass sie weggeradet hatten. So. Hätte Vodafone lieber Telekom. Ja. Ich bin auch am Überlegen, hier zu Telekom zu wechseln oder so, oder vielleicht sogar noch einen besseren Anbieter zu finden. Denn es ist jetzt allein in den letzten zwei Wochen jetzt das zweite Mal, dass bei mir das Internet so extrem am Ausfallen ist.
Vor 2 oder 3 Wochen war das ja genauso der Fall. So, ich wollte jetzt eigentlich, da haben wir eine Mission verfügbar. Hier ist die verborgene Stadt. Da sind wir gerade. Das ist die Prüfung des Atlas. Hier ist auch noch eine Mission irgendwo verfügbar. Da. Was ist das da? Achso, das ist der selbe Missionsgeber wahrscheinlich. Du bist mit 1 und 1 vollstens zufrieden. Aber du hast dich gut um den Chat gekümmert in meiner Abwesenheit. Hat Hel dich jetzt spontan auch noch zum Mod erklärt? Vom VIP zum Mod? Ich glaube, du hast das schon auch öfters mal erwähnt, dass du irgendwie gar nicht Mod sein willst, oder Falli? Bei niemandem irgendwie. Dafür habe ich nicht genug Platz. Kann wieder nichts mitnehmen. Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. Ja, Chansatant Apilikawich. Ich räppel den an und der flucht mich hier. Also nur wenn man dich anfragt, würdest du Mod machen. Ja, bei mir und Hel war das irgendwie so, ich hatte sie ja irgendwann mal zuerst gefragt gehabt, ob sie Mod sein will. So, weil sie war ja regelmäßig bei mir Zuschauer. Auch. Was ist das für ein Dialekt? Und etwas übersehen. Sie hatte damals auch immer die Leute zurechtgewiesen und so, wenn die bei mir da irgendwie Scheiße gebaut hatten. Und sie hatte zugestimmt und irgendwann hatte sie dann auch mich gefragt, ob ich dann bei ihr auch moderieren will. Also beziehungsweise, weil ich auch bei ihr sehr regelmäßiger Zuschauer war damals noch und so. Und seitdem irgendwie gegenseitig am Supporten. Jetzt laufe ich irgendwie blöd rum. Und ohne Plan wohin. Genau, zu dem wollte ich. Alles, was bisher aufgedeckt ist, haben wir eingesammelt. Da haben wir ein Turmspringen, die verborgene Stadt. 1 von 4 Sprüngen ausgeführt. Aber bei einer anderen Person musstest du ablehnen. Weil sie nur sonntags streamt. Boah, aktuell ist bei mir das irgendwie nur mittwochs, obwohl ich eigentlich 3 Tage, also 3 feste Tage eigentlich im Plan habe. Und irgendwie einen spontanen Tag für spontane Streams. Aber aktuell irgendwie komme ich einfach alles voll. Mit, ich kann nicht mehr tragen. Mit dem Aufnehmen, Rendern und so weiter nicht hinterher. Aber ich hab's gesehen. Er hat sie. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel verloren? Gut, aber nicht lügen. Ich kann ihn sehen, auch wenn sonst niemand kann. Wen kann ist alles sehen? In Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid, du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco, den Toten, sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Takis Jadewürfel. So. Ja, stimmt, Pali, bei dir ist sonntags und aktiv schauen wirklich so eine Sache.
Weil wenn du wüsstest, was ich alles nebenher hier am PC am machen bin, so während ich am Moderieren bin. Ich bin ja nicht nur bei Helmods, sondern auch bei anderen. Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Amaru zerbrach. Danach übernahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Und das erzählte die einfach mal irgendeiner Fremden. Fortgeschrittener Namen-Monolith lernen die alten Dialekte zum Entziffern. Kann ich noch gar nicht. Ich finde nicht raus, was das bedeutet. Entziffern nicht mit. Was ist das da? Einfach nur ein Stein. Ach, hier. Da muss ich hin. Okay, gehen wir mal da rüber. Eigentlich schon richtig sexy, wie die hier in diesen selbst zusammengebundenen Unterhöschen hier rumlaufen. Ich finde, sowas sollte wieder Mode sein. Gibt's hier einen Händler? Wunderschön. Bist du Händlerin? Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer, die Weber, die Färber, sogar die Lehrer. Alle Viertel arbeiten. Der Markt wird voll sein. Großes wartet am Horizont auf die Stadt und ihre Bewohner. Wir müssen alles tun, damit Kukulkan uns in eine neue Welt führt. Ist das schwarzer und roter Mais? Oder gibt es auch Gemüse, das in schwarz oder rot ist, das so ähnlich aussieht wie Mais? Wenn ja, würde ich das gerne probieren. Da haben wir einen Händler. Wirst du handeln? Bitte. Ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn Sie glauben, ich wollte Sie betrügen. Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir? Verkaufen. Was kann ich denn andrehen? Was ist das? Golderz? Ich hoffe, er hat auch so viel Gold. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Oder ich klicke einfach auf meinen Namen. Schwarzen Mais gibt es. Okay, den muss ich mal schauen. Muss ich mal probieren auf jeden Fall. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. So, Adlerfedern, Kondorfedern. Schwarzpulver. Ich weiß nicht, brauchen wir das? Bin jetzt bei 8000 links. Überreste 6 Himmelsmantel. Und Überreste Kantos Stiefel. Warum ist das so teuer? Sind Sie sicher, dass Sie Überreste 6 Himmelsmantel kaufen? Ja. Das war eine ausgezeichnete Wahl.
Jetzt brauche ich wieder Geld, damit ich die hier kaufen kann. Ich bin immer bereit zum Handeln. Outfit-Herstellung. Einige Outfits gewähren Gameplay-Vorteile, wenn sie getragen werden. Wechseln Sie das Outfit. Okay, wo haben wir hier ein Lagerfeuer? Irgendwo in der Nähe? Ich würde das gerne mal anprobieren. Mal angucken, wie das aussieht. Hier ist auch noch eine Händlerin. Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Onuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut, keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Hier haben wir nochmal eine Tasche. Kompakter Fellbeutel, der die Tragkapazität für natürliche und menschgemachte Ressourcen hält. Für 2600, wir haben 2800. Nehmen wir. Bitte sehr. Und Messer-Upgrade. Danke, Ishik. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz wieder. Wunderschön. Also ich will auf jeden Fall nachher mal schon schauen, ob wir hier in Deutschland das auch irgendwie bekommen können. Den schwarzen Mais meine ich jetzt. Neues Basel-Lager entdeckt. Wo? Hä? Ach, hier. Es macht demütig, hier in Paititi zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Drücken Sie Y, um nach dem lautlos Ausschalten einen weiteren Feind zu erledigen. Zorn der Schlange. Das hat mich gerade irgendwie so schön angelächelt, dass wir gleich zwei Gegner auf einmal lautlos erledigen könnten. So. Wir haben hier irgendwo ein. Nee, getarnte Abenteurer? Achso, ich darf nur das hier anhaben, oder wie? Oder sowas hier auch. Also, meine normale Kleidung darf ich hier nicht anhaben. Schuppen. Mitternachtswächter. Wo ist denn aber das, was ich jetzt gerade gekauft hatte? Komm, von Farben her gefällt mir das. Dann laufen wir so rum. Noch mehr Loot. Ich
Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, das sei ein Argonia aus Elder Scrolls. Ganz kurz. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Ja, wir können einfach nichts. Keine Sprache. Missionsgeber entdeckt. Bist du Pisco der Tote? Du kannst mich sehen? Pisco wurde gesehen. Bist du auch tot, Ishik? Nein. Du bist also Pisco der Tote. Ich bin Pisco, Diener der Götter. Ich bin Lara. Lara. Schöner Name, Lara. Du bist nicht tot? Du auch nicht. Oh, doch, doch. Als Kind sollte ich geopfert werden. Man brachte mich zum Berg, das Ritual fand statt, aber... Aber du hast überlebt. Nur mein Körper. Für Freunde und Familie bin ich tot. Ich lebe von Opfergaben, die man mir darbringt. Ein Junge sagt, Pisco hat seine Würfel gestohlen. Taki? Der Sohn eines sehr arroganten Adligen. Er wollte unbedingt spielen und er hat verloren. Ich habe nicht viel, aber diese Würfel habe ich ehrlich gewonnen. Wenn du willst, spielen wir darum. Willst du ein Spiel spielen? Was für ein Spiel? Sprich mit 5 Verstoßenen, höre ihre Weisheit und sage mir, warum Taki verloren hat. Dann kriegst du die Würfel. Das werde ich tun. Was ist das denn für ein Spiel? Komm, lass uns spielen. Quatschen wir mit 5 Verstoßenen und fragen, warum man verloren hat. Irgendjemand. Tolles Spiel. 5 Verstoßene. Werden die markiert? 1, 2, 3, 4. Ich sehe hier nur 4 von 5. Noch ein Moment entdeckt. Den können wir auch nicht. Steht schon. Lernen Sie alte Dialekte zumindest davon. Hallo. Hallo, Ishik. Wir sehen nur selten Fremde in der Stadt. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ach, Pisco. Ich mag ihn. Hast du andere Fremde gesehen? Nur einen. Er sah gut aus, war sanft und freundlich. Wir waren verliebt. Aber das war verboten. Vom Kult von Kukulkan geächtet. Wie schrecklich. Tut mir leid. Ich wurde an die Klippen gebunden und sollte dort sterben. Am dritten Tag hieß ich den Tod willkommen. Da fand er mich, der Fremde. Er befreite mich und versorgte meine Wunden. Wer war er? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist viele Jahre her. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich gehe oft zu den Klippen und sammle bei den Kondornestern Federn. Sie erinnern mich an ihn. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Danke fürs Zuhören, Ishik. So, die Verstoßenen. 1 von 5 haben wir. Und nochmal Loot. Wo ist aber der 5? Oder ist der Tote der 5? Also hier... Pixie, der Tote? Oder so ähnlich? Die Richtung mussten wir. So war doch richtig. Hey.
Ishi. Bist du die andere? Willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer erzählte? Liebend gern. Du hast sicher die Becken in der Stadt bemerkt, oder? Weißt du, warum sie existieren? Nein, warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, wenn sie durch die Stadt ging. Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. Ich glaube aber nicht, dass sie die andere Verstoßene ist, die wir suchen. Nette Hütte. Hier noch irgendwo ein? Ich glaube, hier komme ich nicht durch. Oh, was haben wir denn da? Ich kann hier nicht schießen. Okay. Zoom ja, aber nicht schießen. Hä? Ach so, ich muss weiter nach oben. Ja, kein Wunder, dass ich die auch nicht gefunden habe. Alles klar, Outpoint, bis gleich. Lass mich raten. Sagten, ich bin ein Lügner, dem... Hallo, Pisco schickt mich. Ha, wirklich? Sagtest du, du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Nein, Ishik, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das war mein Fehler. Was ist passiert? Sollte ich sagen, ich hätte nie einen Fremden gesehen? Wenn keiner die Wahrheit glaubt, ist sie nie passiert. Welche Fremden? Sie tragen Schwarz und haben seltsame Waffen. Sie verstecken Gold. Ich habe dem Kult davon berichtet. Sie haben mich verstoßen. Eine Lüge? Das Gold war für sie. Eines Tages wird die Heuchelei des Kults auffliegen. Und was machst du jetzt? Ich habe alles verloren, Ishik. Meine Stellung, Macht, Ansehen. Aber erst dadurch habe ich endlich erkannt... Ich hatte keine Berufung. Hast du jetzt eine? Ja. Ich diene der Zukunft, indem ich die Vergangenheit schütze. Königin Unuratu ist die rechtmäßige Herrscherin von Paititi, nicht der Kult von Kukulkan. Was ich sehe und höre und weiß, hilft jetzt der Rebellion. Eine gute Sache. Ich lasse die Goldladungen stehlen, die die Fremden von Zeit zu Zeit liefern. Sie ändern nie den Übergabepunkt. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, Ishik. 2 von 5 Verstoßene. Der 5. ist aber immer noch nicht da. So, erstmal einsammeln. Wo führt diese Höhle hin? Das nehmen wir mit, können wir verkaufen. Maske des Feuergottes. Yucateco. Ich dachte, Feuergott, das bin ich. Falsche Richtung schon wieder. Das kann ich ja nutzen. Um zu wissen, wo ich lang muss.
Kann ich hier hoch? Irgendwie? Irgendwo? Ne. Bei ihr waren wir schon. Warte mal. Nee. Hier vielleicht rein? Nun diene ich X-Chell. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Laura. Pisco schickt mich. Pisco, der Tote? Hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patoyi verloren? Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Ah, nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren, aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe X-Chells Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der drei Kinder meiner Herrin. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Eine Jadekette. Warum? Die jüngste, Kayara. Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene X-Chell mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Alles Gute, Ishik. So, dann kann ich jetzt noch mal kurz auf den Chat eingehen. Und danke, ihr Hehl, für den Lurk. So, Unuratu ging durch die... Das wollte... Nein! Ah! Mist! Da haben wir Jade. Okay, da haben wir Jaden versteckt. Kann ich das nochmal irgendwie anhören? Wo ist die Quest? Uns fehlen noch zwei... Hallo? Oder weil ich jetzt in der Höhle bin? Wahrscheinlich, weil ich jetzt in der Höhle bin. Ja, da ist es schon. Okay. Okay, wo ist denn der oder die nächste Verstoßene? Wir sind ja da. Bist du verstoßen? Nö. Aber auch nicht. Ja, ich bin jetzt auch schon wieder raus aus dem Gebiet, natürlich.
Dass man diese Gebiete aber nicht irgendwie markieren kann. Den nutzen wir aber eben einmal. Yucateco, Erstkontakt. Eine Darstellung da oben wie die Ankunft der Spanier. Ich hätte viel früher anfangen sollen zu lesen. Nee, die Hölle gehört mir, Fali. Soweit ich weiß, gehört Hel nur der Totenreich. Die Hölle gehört mir. Die Bewohner der Anden haben die Webkunst über tausende Jahre hinweg perfektioniert. Diese Chuspas ist ein wundervolles Beispiel dafür. Aus Lama- oder Alpaka-Wolle gewebt und traditionell zum Transport von Kakaoblättern genutzt, zeigt sie die ganze Kunstfertigkeit des Webers oder der Weberin. Sie ist wunderschön. Ja, hat was. Toll, der Ding ist wieder weg. Hä, wo muss... Hier drinnen vielleicht? Hier gibt es auf jeden Fall Äste. Also hier muss ich suchen, okay. Ist das ein weißes Wasserschwein, sowohl Segen als auch Fluch. Warum ist er so groß? Hallo, bist du ein Verstoßener? Ja, Ishik. Hallo. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Oh, es gibt nicht nur eins, sondern viele. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Jetzt schon. Früher war ich Bauer. Aber das war wirklich kein Leben für mich. Immer diese Pflichten und die Erwartungen von der Familie. Ich habe mich geweigert und bin gegangen. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ishik, eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen, alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen, nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee. Eine Herde Wasserschweine, alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du es gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimo der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Danke, Ishik. 4 von 5. Okay, wer fehlt denn jetzt noch? Albino, Wasserschwein, okay. Und da hinten die Jade. Oder haben wir hier noch irgendwas bekommen von den anderen? Ah, jetzt ist hier einer. Mit 5 Verstoßen. Und jetzt, Hel, dann willkommen zurück. Willkommen aus dem Lör. Ist jetzt halt nur ein bisschen doof. Ich wollte eigentlich eh nicht allzu lange machen. Ich war die Tage ein bisschen zu lang am Bildschirm. Mir tun die Augen ein bisschen weh. Die Richtung gucken. Hier. Also hier muss er irgendwo sein. Da. Das ist die letzte Person. Komm und sieh dir meine Ware an. Ah, du gehst eh in 20 Minuten schlafen. Hallo. Ja, gut. Hallo. Du bist Lara, nicht wahr? Pisco schickt dich. Stimmt. Ich bin Moraika. Ich höre deinen Namen heute schon zum 2. Mal. Die Kultisten reden über dich. Du hast die Säuberung eingeleitet. Den Schlüssel von Shakshel gefunden. Das habe ich. Oh, keine Sorge, Kind.
Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an? Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Rimac? Das Schicksal der Welt ist keine leichte Entscheidung. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukulkan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Rimac? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind, nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimac? Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Woher hat die Dame so eine Waffe? So. Du kriegst jetzt Bock, dein Game zu einem Maya-Stil zu verändern. Irgendwie ja, das Setting hat auf jeden Fall was, aber vielleicht ein eigenes Spiel draus machen. So, die hat hier Dietrich, ja? Wir können hier Toxine kaufen. Was habe ich jetzt zum Verkaufen? Ich habe hier wieder... Komm, ich drück mal Max. Ein gutes Geschäft. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Paschi, du hast nichts verpasst. Außer jede Menge Enttäuschungen und Schmerzen, sagen wir mal so. Hier sind so viele Händler. Von denen muss ich alle irgendwie noch... nee, hier gehen wir noch nicht hin. Da wird, glaube ich, eine Zwischensequenz kommen. Kann ich es überleben, wenn ich hier hinspringe? Ja, das überleben wir. So, dann Hel, ich hoffe, ich kann dich irgendwie in den Schlaf langweilen oder so. Dass ich das irgendwie hinkriege. Und auch an deine Freundin da. Ich hoffe, da ist dann auch mittlerweile alles besser, dass sie da die Zeit genutzt hat, die 6 Wochen. Wir hatten ja schon auch privat drüber gequatscht gehabt. Zumindest ein bisschen. Und dass es da besser ist. Also ihr jetzt besser geht und alles. Aber ich glaube, ich würde mich auch ungefähr 20, 30 Minuten anschließen. Damit und dann vielleicht morgen irgendwie auch nochmal ein bisschen früher anfangen oder sowas. Im Stream. Dass ich wieder auf meine 3 Streaming-Tage in der Woche wieder komme. Warte mal. Ich habe das immer noch nicht eingesammelt. Das Ding ist noch weiter unten, okay. V
Fali, was du dann machen könntest. Stimmt, du könntest ein Puzzle machen. Oder du kannst dich auch anschließen und die andere Seite der Bettdecke mal begutachten. Wie du das immer so schreibst oder so ähnlich zumindest. Bitte schreiben Sie in vollen Sätzen. Hatte ich den da schon? Ach, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Ne. Kann ich auch noch nicht. Apropos, können da wieder hin? Also zu, Ishik. Warte mal, wo ist denn der Weg nach oben? Kann jemand Columbus anrufen? Er hat da ein paar übersehen. Und hi Freddy. Wie geht's dir, mein Guter? Und willkommen zurück, Oldcoin. Pisco? Hast du schon mit ihnen gesprochen oder nicht? Ja, habe ich. Aber du siehst es noch nicht. Sie hatten alle Hoffnung. Du musst dich anstrengen, wenn du das Spiel gewinnen willst, Lara. Hoffnung ist das eine. Aber alle Verstoßenen sind in ihrem neuen Leben aufgegangen, trotz der Umstände. Sogar du, Pisco. Nun, ich bin der beste Patois-Spieler, den Patiti je hatte. Nicht schlecht für einen Toten. Ganz und gar nicht. Nochmal, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Gut gesagt, Lara. Und du bist bestimmt nicht tot? Taki glaubt, er hat verloren, weil er Pech hatte. Aber nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Das sehe ich jetzt. Was hältst du von Moreka, der Verstoßenen? Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Ah, sie weiß viel über alles, Ishik. Sie hat wunderbare Sachen in ihrem Laden. Artefakte, die nur die Götter kennen. Ich weiß. Du hattest Glück, sie zu finden. Sie verlässt Paititi häufig, um ihr Inventar aufzustocken. Sie war die optimistischste. Aber natürlich. Bei uns in Paititi sagt man, wir alle erschaffen das Schicksal. Wir bestimmen nicht die Umstände, nur unsere Taten. Eine Lektion, die Taki noch lernen muss. Gut gespielt. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. Ja, war ein tolles Spiel. Leute nach ihrer Lebensgeschichte ausfragen. Hat Spaß gemacht. So, darum. Da geht's runter. Thank you.
So, ich bin gleich wieder bei euch. So. Ich habe deine Würfel, Taki. Taki. Oh, vielen Dank. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Jeder weiß, dass Pisco stiehlt. Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Er hat mich nicht mehr spielen lassen. Nur noch einmal würfeln und ich hätte gewonnen. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Jetzt, wo ich meine Würfel zurück habe, kann ich auch wieder üben. Nochmals vielen Dank, Ishik. Mission abgeschlossen, nice. Haben wir hier noch irgendwelche Aufgaben? Jetzt erlangst du deine Erinnerung an dem Game zurück, ja. Ey, Hel, du hast hier aber auch noch ein bisschen was verpasst. Ich bin hier jetzt schon, glaube ich, öfters, also heute öfters gestorben als in den vorherigen Tomb Raider Teilen zusammen. Weil ich heute einmal bisschen müde bin, Augen tun ein bisschen weh, so, weil ich zu viel Zeit am Bildschirm in den letzten Tagen verbracht habe. Und einfach irgendwie leichtsinnig gegen. Also, ich glaube, ich könnte ein eigenes Death of a Tomb Raider machen. So ein Zusammenschnitt. So, warte mal, wo war die Hauptquest? Stimmt, bei dir, irgendwann hat das auch dich genervt gehabt, so mit dem Namen hier Kukulkan. Das weiß ich auch noch. Paschi, nach dem Stream gehe ich definitiv pennen. Also... Ich werde heute nach dem Spiel nichts mehr machen. Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen.
Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja. Wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft. Und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ezli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ezli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Echt sexy Unterhosen von den Typen da. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Und, Hele, auf deinen Kommentar hier zurückzukommen. So, das mit dem Dings, mit dem Kukulkan, dass das irgendwann so rüberkam wie Digger und Alda. Da musste ich mir jetzt gerade irgendwie so vorstellen, so wenn die ganzen Rapper von heute, also so Leute, keine Ahnung, wer jetzt heute noch alles aktuelle Rapper sind, ich kenne zumindest die noch, die früher richtig noch bekannt sind, sind heute auch immer noch bekannt, so Sido, Bushido und so weiter. So musste ich mir vorstellen, wie die statt Digger oder Alter dann die ganze Zeit Kukulkan sagen in ihren Rap-Songs. Muss ich mir auch gerade vorstellen, wie geil das gewesen wäre. So. Voila Krise, genau. Wie bei dir, Paschi. Immer Voila. Voila Krise. Von wem war das? Wer kam immer mit Dings an? So, ich suche eigentlich jetzt gerade das Ding. Wo ist denn das Lagerfeuer? Wo kommt denn das eine Dokument? Nehmen wir noch ein... Ach, ich drücke immer X. Da oben. So, das Dokument noch. Bestimmt bei denen hier. Ja, hier. Yucateco, ein Bericht über verdächtige Vorkommnisse. So, wo haben wir Zelt? Da haben wir Basislager. Da wollte ich nochmal hin. So. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können.
Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukul Khan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ich muss ihn aufhalten. So, nächste Upgrade-Stufe. Was haben wir hier? Erhöht Effektivität von Wahrnehmungspflanzen. Ermöglicht das zusätzliche Aufspüren von Feinden und Raubtieren. Hier, sie spannen ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Oder das hier, nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden. Ich würde das hier vielleicht mal nehmen. So. Und ich wollte dann auch eigentlich jetzt schon mal Ende machen. Also, weil dann mit den Augen ist heute richtig schlimm. So, ich hätte wirklich nicht so viel Zeit vom Bildschirm verbringen sollen. Aber ich würde sagen, wir machen morgen hier weiter. Da fange ich dann vielleicht ein bisschen früher an. So, dann wahrscheinlich gegen 17 Uhr oder so. Und für YouTube sage ich dann auch schon mal so vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.